Na, hast du was entdeckt? Oh, ich schätze, das wird hier eine Weile dauern. Es sind nur noch wenige Tage bis Vollmond, Drechsel. Ich warte auf Nachricht von meiner neuen Spionin, Meister. Mit ihrer Hilfe werde ich das geflügelte Einhorn fangen. Da könnt ihr sicher sein. Was? Du wartest auf Nachricht? Zeit zu warten ist das Einzige, was du nicht hast. Sie rieselt dir wie Sand durch die Finger und verflüchtigt sich, genau wie deine Chance, Dunkelelf zu werden. Tokito! Oha, endlich! Auf dem Weg zu Pantheas Schloss, um Blüten zu suchen, bla bla. Und ich versuche, die anderen zu trennen, bla bla bla. Sie suchen den Einhornkönig, um dich vertreiben zu können. Wie ich schon sagte, meine Spionin ist eine große Hilfe. Es wird ihr gelingen, die Elfen zu trennen, damit Hör ich sie auf zu faseln und bring mir das geflügelte Einhornfohlen. Hab ich mich klar ausgedrückt. Wow, er ist nicht gut drauf, oder? Ist mir egal. Das wird sich schon bald ändern, denn die neue kleine Elfe ist der Schlüssel. Sie werden sehen. Unglaublich, dass aus Panthea etwas so Friedliches geworden sein soll wie Blum. Sie war so böse. Wir können sicher davon ausgehen, dass Pantheas Blumen nicht so aussehen wie gewöhnliche Blumen. Wir sollten uns in zwei Teams aufteilen. So würden wir schneller vorankommen. Keine üble Idee. Xing, Shang, Shang. Was? Wähle doch einfach Xing, Shang oder Shong. Oh, jetzt hab auch ich's verstanden. Auf drei. Xing, Shang, Shong. Super, ich und Mo. Wisst ihr was? Das war ein Probelauf, ja? Wir wiederholen das. Da hat sie ausnahmsweise mal recht. Vergesst es, über Xing, Shang, Shong wird nicht diskutiert. Keine Sorge, Mia. Onschau kann auf sich selbst aufpassen. Ja, genau. Und so haben wir jetzt sogar drei Teams. Es passiert ihm nichts. Woher sollte Rixel auch wissen, dass wir hier sind? Hatte ich erwähnt, dass ich unter Panthea einen Drachen geflogen bin? Er war sehr wild und schnell. Ich spürte den Wind in meinem Haar. Meine Güte, war das eine schöne Zeit. Diese Art zu reisen ist schier unerträglich. Gift für meine Bandscheiben und dann dieser Geruch. Oh. Nein, Teuerste, das einzige Problem, das ich gerade habe, ist das Geräusch, das ununterbrochen aus dieser Richtung kommt.